Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt Half-Life 2. Wir fahren gerade in der Combine-Gondelbahn mit und sind gespannt, wo sie uns hinführen wird. Okay, hier sind wir ziemlich tief runter. Ich hoffe, dass wir hier nicht rausgeworfen werden auf dem Weg. So. Hier laufen komische Zombies entlang. Okay. Es arbeiten auch komische Zombies an der Konsole. Das hier sind andere Pods. Das ist eher der Pod, wo Eli drin war. Meiner, der ist dünner. Hier ist noch so eine dicke Haube drumherum. Okay. Das ist hier. Ja, hier sind noch mehr von diesen. Ein Zombie, der wieder an was arbeitet, bewacht von einem Soldaten. Zumindest sieht er sehr wie ein Zombie aus, ne? Ausgemergelt und... Oh, ein Strider. Können wir jetzt leider in unserer aktuellen Situation nicht zerstören. Hier läuft der Combine-Soldat durch. Ach nein, ah, okay, da ist ein Glasboden im Weg. Okay. Dieses Energieschlag, hier ist ein Gunship. Die hängen hier an der Wand. Man hat eben auch so einen Strahl gesehen, diesen Kugeln drinnen, wie es bei diesem Generator war. Ah, hier ist ein Zug. Und noch ein Zug. Ganz vielen von diesen Ports. Ich weiß es nicht, ob in jedem von denen ein Mensch drinne ist, aber das sieht schon so aus, als wenn die dafür gemacht werden, um dort Menschen einzufangen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich Schreie sind, die wir hören, oder ob sich das nur so anhört. So, hier ist scheinbar die Fahrt zu Ende. Sturzschaden? Nein, okay, wir werden von einem Kraftfeld gefangen. Oder aufgefangen, eher gesagt. Na, scheinbar auch gefangen. Oh. Das Konfiszierfeld, hat sie gesagt. Alle Waffen, alle meine Waffen. Sie werden zerstört. Oh. Oh, die Gravity Gun hat das Feld kaputt gemacht. Und sie hat ihre Farbe verändert. Oh. Ich kann Leute greifen und wegwerfen. Sehr interessant. Ich frage mich, ob ich... Wow. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Aha. Dr. Green, den habe ich nur einen Faden übrig. Ich sollte mir eine Nachricht über... Moment, was ist Suit? 200%? Also mein Suit hat sich auch verbessert. Ich kann auch keine Waffe, alle Waffen desintegrieren sofort. Okay. Lasst sie zu mir kommen. Naja, das funktioniert eh nicht.
Da ist noch jemand. Und er kommt. So. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it, but there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Also wirklich, dieser Green. Könnte ich doch bestimmt auch die Leute. Kein Platz, um das durchzukriegen, schade. Zusammenarbeit mit Respekt. Jetzt finde ich ihn Respekt. Oh. Interessant. Als wenn ich ihn respektieren könnte, ehrlich. Das ist nicht die richtige Richtung. So, hier ist ein Aufzug. Zack. Interessant. Ich kann diese Kugeln nehmen und die machen genau das gleiche wie die. Oh, das lädt jetzt sogar Lebensenergie auf. Das gleiche wie im wenn ich die Generatoren kaputt gemacht habe. Und die Sekundärfeuer von. Entschuldigung, von der Combine-Waffe. Nur, dass es wirklich was ausrichtet, scheinbar. Wow. Okay. Und diese stilisierten Schreie im Hintergrund. Are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act in such willful disregard for humanity's future. Dieser Typ, ganz echt jetzt. Sollte vielleicht in Deckung gehen. Oh, Manhex. Eigentlich wollte ich die einfangen und wegschießen. Gut. Ich warte nur, dass dieser Aufzug kommt. Ich weiß gar nicht, wo er kommen soll, aber stattdessen kommen ständig irgendwelche Manhacks. Ich kann die hier in dieses Kraftfeld reinschießen. Und die gehen davon drauf, das ist auch gut zu wissen. Aha, die Wand macht denen nicht so viel aus. Ah, hier kommt der Aufzug. Mal schnell Lebensenergie und Dingsbums tanken. Und ab, rauf mit mir auf den Aufzug. So. Dieses Ding. So, damit auch. Ja. Wenn ich das gut mache, kann ich dann auch die. Ich sehe sie nur nicht. Das hört sich so an, als wenn das Ding gleich in die Luft geht. Ich muss jetzt wieder irgendwo so eins. Okay.
fällt an. Es geht scheinbar weiter nach oben. Okay. Dann speichern wir mal zwischen. So, weiter nach oben. Hui. Ach, ich kann die sogar hier von den Plattformen runterholen. Interessant. Das scheint auch noch nicht das Ende gewesen zu sein. So, es geht weiter nach oben. Naja, hier können wir einfach direkt aktivieren und auch den Aufzug verlassen. Also da war und außerdem. Ach, Green. Den auch noch so. Du hast die ganze Menschheit zerstört, oder vor die ganze Menschheit zu zerstören. Opferst die Menschheit an. An irgendwelche Aliens und für was? Dafür, dass du hier die Macht bekommst von ihnen. Das ist es. Sie haben ihm versprochen, dass er hier die Macht haben kann. Und dann hat er ihnen alles gegeben, was sie wollten. Mal aufladen. So. So sieht's doch aus. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Sklaven, meint er. Hat die Zombies doch gesehen, die da am Arbeiten waren. Das waren doch keine Menschen mehr. Strider. Damit kann ich ihn. Ich bin echt neugierig, ob ich mit diesen Kugeln einen Strider besiegen kann. Das scheint so. Für meine Lebensenergie gewesen. Ich hätte wohl einfach erstmal durchrennen sollen. Nun gut, ich speichere einfach nicht. Reicht das als Antwort? Hier ist wieder Lebensenergie. Speicher mal und wir gucken, wo uns das hinführt. Ich habe eigentlich kein gutes Gefühl dabei, weil die Dinger sind natürlich unter Kontrolle des Combines. Von daher können die uns dahin senden, wo sie uns haben wollen. Hier, da sieht man so einen. Das ist das. Das ist die Zukunft der Menschheit. Selbstschussanlage. Können wir raus? Nein, können wir nicht. Oh, das ist zum Glück noch eine Kamera. Gut, aber jetzt wissen sie, dass wir hier drin sind. Ich würde mich nicht wundern, wenn die jetzt die Kapsel. Ja, es scheint so, als wenn sie unsere Kapsel umgeleitet hätten. Extra wohin?
ganz nach oben. Ach, das ist der Klassiker. Das Büro des Chefs ist ganz oben. Ich gehe davon aus, dass wir direkt zum... Das sind nochmal Aliens. Direkt ins Chefbüro gebracht werden. Ich speichere nochmal direkt zu Dr. Breen, nehme ich an. Oder welcher Alien ihn auch immer kontrolliert. Leute, das fühlt sich nach Endkampf an. Das fühlt sich jetzt wirklich an. Hier sieht man auch immer, ganz, ganz kleine Ausschnitte von der Stadt von ganz weit oben. Das sieht mir aus nach dem finalen Bosskampf des Spiels. Denn da einfach jetzt erstmal nur zu zeigen, wie hoch diese Zitadelle wirklich ist, wie hoch über der Stadt Dr. Breen thront. Dunkle Energie. Das ist das nächste Kapitel. Dark Energy. Und da nehmen sie uns unsere Waffe ab. I'll take him from here. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Da. Was für ein... Oh, grad. Meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide, indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, and then you deliver yourself. If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Kombat. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Ja, genau. Zu Zombies zu werden. You won't do the right thing for the good of all people. Maybe you'll do it for one of them. Alex, honey. Dad. Gordon? God damn you, Breen, you let her go. That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance your mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combined portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon. How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex.
Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Judith? Guards, get in here. They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry! Dad, hang on! You fool! Watch out, he's gonna- No! Ow. Dad! Die Kanone. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. Ja, was machen wir jetzt? Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Triple-Agent also, hm? Come on, Gordon. Let's go. Ja, ich brauche meinen Nullpunkt-G-Sonst-was-Manipulator wieder. Also, die Gravity Gun. We haven't known each other very long, but... I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well... Thanks for coming after me. It's me you should be concerned. Hey, listen. I can still deliver... That's Earth, him. But not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body? You must be joking. I can't possibly... There he is. Oh, all right. Damn it. That's what it takes. Er will also irgendwohin abhauen. Ja, er hat die Gravity Gun da gelassen. Okay, wo können wir lang? Irgendwohin, wo er einen anderen Körper für braucht. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. Okay, und das heißt. We've got to stop Dr. Breen. Okay, das ist eindeutig genug. Das rote Leuchten bedeutet, dass es funktioniert? Nein. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in. Okay. Hab ich schon. Schick mich hoch. Do your worst, Gordon. But be careful. Wir kriegen das schon hin. Ich dachte, das geht hoch. Wir kriegen das schon hin. Erst mit dem Ding nach oben gefahren, jetzt mit dem Aufzug wieder nach unten. Aber gut, wir müssen Dr. Breen aufhalten. Da ist er. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Ich bin in den Strahl reingekommen. Kein Problem, wir haben gespeichert. Ausmachen. So, hier rauf. Und jetzt mit dem Ding hochfahren. Aber es kommt schon. Ich muss die
die loswerden. Okay, der ist. Zeit für den Quatsch. Und ich fall runter. Nochmal. Ja, ich muss sagen, ich habe das nie geschafft, so schlecht dazustehen an der Stelle und hier zu sterben und wir werfen das mal einfach auf Breen. Den ganzen Kram hier. So. Sinnlos ist. Ich kann hier nicht richtig erkennen. Ich sehe den Glasboden nicht als Glasboden. Typisches Katzenproblem, Boden nicht als solchen zu erkennen. Geht's wieder runter. Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. Oh my god. The portal is opening. I hope you said your farewells. Klein, das Ding. Das ist genau das, was ich vorhab. Ich die Zitadelle zerstören. Ha. Wir müssen raus hier. Dr. Freeman? Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime,
This is where I get off. Unverständlich, wie immer. Und das war Half-Life 2. Ich würde mich jetzt sparen, die Namen hier vorzulesen. Stattdessen, ihr habt ja jetzt mitgekriegt, dass der G-Man am Ende sagt, dass er uns wieder, ja quasi wiederholt, wenn wir gebraucht werden. Und tatsächlich wartete man seitdem und wartet immer noch seitdem auf einen dritten Teil der Reihe. Valve hat es bis heute nicht hingekriegt, also hat es hingekriegt, bis heute noch keinen Half-Life 3 gemacht. Jedoch war es dann so, also für dieses Spiel, die Engine war ja neu, man hat ja gesehen, die Physik und alles. Als die neue, übrigens ist jetzt im unteren Bereich Gabe Newell, eine der bekanntesten Figuren von Valve, hat man gesehen, diese Grafik-Engine und was sie tatsächlich gemacht haben und was ich auch noch spielen werde, ist, sind ja Feature-Demos für Updates der Engine. Ah, hier wird er übrigens tatsächlich auch wirklich G-Man genannt, gesprochen von dem gleichen, der auch Barney spricht, Mike Shapiro. Und sind also hergegangen, haben Half-Life 2 Episode 1 und Half-Life 2 Episode 2 gebracht und dann einen kleinen Haken geschlagen zu einem Spiel, was ich nicht spielen werde, was zwischendrin rauskam, also vor Half-Life 2 Episode 1, glaube ich sogar schon, müsste ich jetzt genau nachgucken, kam Portal raus. Was komplett anderes Konzept von Spiel ist, könnte man sich mal angucken. Vielleicht spiele ich es mal momentan eher nicht. Momentan konzentriere ich mich hier auf Half-Life. Aber am Ende von Half-Life 2 Episode 2, das werdet ihr dann merken, wird auf die Firma Aperture Science verwiesen. Und Aperture Science ist die Firma, um die es sich in Portal dreht. Daraufhin hatte man erwartet, jetzt kommt also ein Half-Life 2 Episode 3, was auch niemals erschienen ist. Und Valve weiß es sehr, sehr gut mit dieser Erwartung. Ja. Blast that little. Where did she get to? Ja, nochmal eine kleine Szene am Ende, wie man es ja auch von Filmen heutzutage gewohnt ist. Ja, sie spielen mit dieser Erwartungshaltung, sie spielen mit dieser Hoffnung, dass immer noch die Half-Life-Geschichte weitergesponnen wird. Gerade jetzt, wo sie mit der Portal-Geschichte eindeutig verquickt wurde in den Episodeteilen. Sie haben irgendwann angekündigt, ein Spiel mit einer 3 im Namen. Wenn ich mich nicht irre, war das ein Team Fortress 3 dann aber. Aber sie haben tatsächlich in dem Moment, also sie wie wir alle Spieler haben in dem Moment gedacht, ja, jetzt kündigen sie Half-Life 3 an und sind halt einfach nur ein bisschen mysteriös. Nein, tatsächlich dödö verarscht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war nicht Half-Life 3. Das ist immer noch nicht draußen. Also die Geschichte, die Half-Life-Geschichte an sich ist leider nicht abgeschlossen. Und nächste Woche könnt ihr dann sehen, wie ich Episode 1 anfange zu spielen. Das sind so eher sehr, sehr kurze Geschichten. Es gibt Episode 1, Episode 2 und The Lost Coast. Alles drei eigentlich eher Technik-Demos. Da zeigen sie, wie gesagt, neue Features, die sie in die Source Engine damals eingebaut haben. Ich glaube, dass Half-Life 2 hier diese ganzen Features schon mitverwendet. Das heißt, für euch nicht wirklich viel Neues. Aber damals war das dann immer noch mal irgendwie. Ich glaube, da haben sie in dem ersten Teil haben sie der Source Engine die Möglichkeit gegeben, die Gesichtszüge genau zu rendern, was jetzt hier auch schon drin war, sodass die Charaktere dich eben anlächeln konnten, dir zuzwinkern konnten und das sah sehr realistisch aus. Kann aber sein, dass das tatsächlich schon in Half-Life 2 damals so war. Aber so solche Features waren das dann, die hinzugefügt wurden, die ja, weil die Engine offen, die API der Engine offen ist, der Quellcode nicht, aber
jeder kann die Engine verwenden, war das quasi dann auch ein, hier, ihr könnt damit jetzt Spiele machen. Mittlerweile werden die Spiele viel eher mit Unity oder dann wurde auch viel mit der Unreal Engine, die ja viel weiterentwickelt wurde, gemacht. Aber eine Zeit lang war die Source Engine auch eine sehr, sehr wichtige Engine und deswegen wurden da natürlich Technik-Demos gemacht, wenn es neue Features gab. So, aber jetzt sage ich erstmal, wir haben Half-Life 2 durchgespielt und natürlich sage ich auch, wir sehen uns nächste Woche. Und ja, ich schließe diese Folge wie immer mit einem Ciao, Miau.